Willkommen zurück zu meiner Folge Minecraft. Wir sind in der Folge 1159. Wir sind gerade dabei, beziehungsweise wir waren gerade unterwegs, hier zu gucken, was hier mit den Bäumen abgeht. Ich meine, auf der Karte hat man schon gesehen, es ist. Hallo? Denn nicht. Hallo? Warum funktioniert der nicht? Hatte ich hier nichts? Ah ne, hier, ja, hier ist ja nichts drunter, ne? Habe ich vergessen. Hier ist ja mein Lager, ne? Wir sollten mir vielleicht mal die das Ganze mit Glas zubauen. Zack. Ja, und hier nicht so viel irgendwie kaputt machen, weil hier kommen wir doch gar nicht mehr an Gras dran in der Erde. Zack. So, und dann müssen wir nur noch einmal hier raus. Und zwar hier irgendwie. Jetzt komme ich nicht raus. Zack, genau so jetzt. Hatten die Bäumchen noch ein bisschen mehr Zeit zu wachsen. Hat aber nichts gebracht. Die sind nicht gewachsen. Gut. Ja, Sticks. Brauche ich eigentlich nicht. Können wir in unser Lager schmeißen. Das Schöne ist ja, wir haben ja eine, ja, ich sag mal, so eine Art automatisches Lagersystem hinten. Das ist gut. Wir können nämlich hier einmal rüberlaufen und dann hier hingehen und können einmal hier die Sticks und die Hölzer da reinschmeißen. Und dann sind wir doch schon gut dabei. Das ist schön, guck mal, während wir hier sind, können wir noch mehr Akazien einsammeln. Schöne ist, wir brauchen im Prinzip jetzt gerade aktuell zwei Saplings, dass wir plus machen. Zack, einer ist schon mal da. Also sobald wir zwei Saplings haben, haben wir mit diesem Bäumchen schon mal Plüssle gemacht. Ja gut, das dauert halt zu lang, ne? Was wir machen könnten, ist, wir könnten jetzt einmal kurz hier rüber gehen. Wir können es abschleunigen. Wir machen das mal so, wir machen zack, 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 zack. Und werden hier einmal hingehen. Huch, das wollte ich nicht. Gehen einmal hier hin und schalten den aus. Das ist der richtige. So, jetzt gleich dürfte theoretisch gesehen hier was drauf liegen. Zack. Wie hat der sich. Der hat sich. Hey! Der. Das können wir wegnehmen. Das brauchen wir nicht. Da können wir das ja auch direkt reinschmeißen. Also, Bomben. Können wir den da rein tun? Guck mal, jetzt haben wir 5 Bomben hier. Wir haben schon 5 Bomben. Ach ne, den brauchen wir doch, weil das jetzt. Weil jetzt der anbleibt, ne? Wobei das theoretisch gesehen sogar funktioniert, wenn wir das so lassen. So, wir können jetzt nämlich rübergehen, können jetzt mit diesen 10 schon mal sagen, ja, wir bauen erstmal kurz die Bäumchen ab. Genau, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal mehr Bäumchen da. Und dann können wir nämlich jetzt hier sagen, zack. Zack, wir wollen die jetzt nicht mit Silktouch abbauen. Dann können wir hier gucken, guck mal, bis wir hier ein paar gefarmt haben. Ja, es geht auch gut klar. Jetzt die Frage, haben wir Saplings eingesammelt eben? Ne, haben wir schon wieder gesetzt. Oder haben wir die nicht eingesammelt? Doch, wir haben sie wieder gesetzt, okay. So, dann gehen wir gerade mal hier zack und zack und zack. Ich meine, je mehr Saplings, also je mehr hier da sind, desto besser ist es für mich.
Das ist super schwer. So, und jetzt können wir sagen, gut. Zack, zack, zack. Jo, klar. Was geht hier ab? Gerade so ein Riesenbaum. Aber dafür haben wir die schon. Wir wollen nämlich mal ein paar Stacks an Saplings halt kriegen, weil das ist halt so ein bisschen. Weißt du, ne? Es ist halt. Hast nichts da. Ist auch schon wieder so ein großer. Zack. So, was haben wir denn hier? Da haben wir schon wieder gesetzt. Das geht so schnell, das geht so schnell. Guck mal, wir können sogar die ganze Zeit jetzt hier hinlaufen. Und da kannst du halt farmen. Ich meine, das ist zwar nicht der Sinn hier jetzt gerade, aber es ist halt ein guter Nebeneffekt, wenn wir Saplings haben wollen. Zack und zack und zack und zack. Dann können wir immer hier hinsetzen und zack und immer weiter setzen. Bis irgendwann no space mehr ist. So, und dann können wir jetzt den nehmen. Können, genau. Können den abbauen. Und da jetzt gerade keiner neuer da ist, können wir mal kurz rüber sprinten. Und was cool ist, ich darf euch auch was vorbereiten. Wenn du jetzt schon da bist. Gut, dass du da bist. Kurz in der nächsten Folge einschalten. Da werde ich dir ein bisschen mehr zu verraten. Da wird es ein paar mehr Infos dazu geben, was ich meine. Wahrscheinlich, wenn ich es nicht wieder vergesse, weil die nächste Folge wird nicht an diesem selben Tag aufgenommen. Aber gut. Zack. You can only sleep at night. Ja, dann baue ich halt noch einen Baum ab. Dann baue ich halt noch einen Baum ab. Und dann gehen wir jetzt schlafen. Der schöne Kümmer jetzt nämlich. Ach, guck mal, da ist sogar noch ein Eisengolem. Wird jetzt gerade verdeckt durch unsere Axt. Ja, schon ehrlich, schade auch. Zack. Zack. So, was haben wir denn an Saplings da? Machen nur zu viele. Na gut, das sind schon ein paar mehr. Also, wenn wir jetzt hier gucken, was wir hier tatsächlich an Sapling-Umsatz haben. Oh, 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 hallo. Der tradet höchstwahrscheinlich eh nichts, was ich haben will, ne? Bis auf die Line. Obwohl die Nautilus-Schellen, die würde ich schon gern haben. Und die Mangrove-Dinger würde ich auch gern haben. Also, wir holen uns mal kurz ein bisschen. Jo. Emeraldos. Jo. Ist immer noch nicht voll genug. Emeraldos waren hier, glaube ich. Ein paar Stacks. Mal gucken, wie viele wir mitnehmen können. Wir haben dann mehr viele. Ärgerlich. Zack. Dann müssen wir mal dafür sorgen, dass wir noch ein paar Emeraldos kriegen. Zack. Hallo, was war das denn für eine Rakete? Sind das noch Stufe 3 Raketen? Das war ja kacke. Dann müssen wir mal Stufe 1 Raketen machen, die hier weg tun. Wenn wir irgendwo lange reisen wollen. So, ich will. Ach, ich hätte noch ein Boot mit dem. Na gut, egal. Das kriegen wir so. Hallo, nicht weglaufen. Nautilus-Schellen finde ich cool, die nehme ich mit. 8 Stück, ja. Also absolut eins nice. Was machen wir mit dem an? Wachsen die ja auch? Ja, okay. Ah, wir können nicht den Redder wegmachen, das ist auch doof. Können denn die Redder nicht wegmachen? Jetzt haben wir natürlich so viele Emeraldos, naja gut. Super, wunderschön. Jetzt schon wieder mehr Siblings. Aber wir haben auf jeden Fall XY Plus. Wir wollten aber mal ganz kurz die hier nehmen. Wir haben auch kein Boot. Warte mal, wir haben aber Holz. Haha. Hier könnte ein Boot drin sein. Nee, hier ist auch kein Boot drin. Da ist aber Leinen drin, okay. Okay, gut, wir haben tatsächlich kein Boot. Wir brauchen
Die brauchen wir eigentlich auch nicht. Dann können wir das im Inventar behalten. Weil wir ohne Enderkiste kommen wir eh nicht an die Enderkisten dran. Von daher. So, hast du doch irgendwas, was du mir geben willst? Aluminium? Nee, die kann ich bestimmt noch farmen. Pumpkin kann ich mir selbst farmen. Ich brauche trotzdem ein Boot. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So. Dankeschön für eure zwei Leinen und die können dann gerade hier in die Toolbox rein. Zack, zack, zack. Können sich ja selbst craften, ne, aber. Das können wir jetzt auch sparen. Zack. Du auch. Können wir auch eigentlich wegschmeißen. So, wir gehen nochmal kurz rund und dann gehen wir mal hier ins Trockene. Warum ist denn trocken? Hier ist es trocken. Genau, dieser eine Block. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da oder ein Abo. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.